Hallo liebe Freunde und Feinde, ich habe mal ein Buch rausgekramt, das ich euch vorstellen will. Es ist ein etwas trockenes Buch, es ist kein Roman oder so, sondern, naja, eher eine stumpfe Aufzählung. Es heißt US Army Infantry Divisions 1943 bis 1945. Und es ist das, was es ist. Eine Aufzählung des Personals und der gesamten Ausrüstung einer US-Infanteriedivision. Wir schauen uns das mal an. Zack, geh mal weg. Danke. Das Buch ist von 2002. Ein Franzose hat es geschrieben, Yves Bélanger. Und verlegt wurde es in England, bei Helion. Und es hat 243 Seiten, Hardcover. Und es ist sehr einfach gemacht. Es hat keine Fotos drin, keine Bilder drin. Ein paar Skizzen sind drin und sonst nur eine Aufzählung. Und zwar die gesamte TOE, so, Table of Organization and Equipment. Und wie sieht das ganze Ding aus? Wir nehmen das mal, ne? Division Headquarters Company habe ich hier einfach mal aufgeblättert. Ist einmal eine Skizze drin, mit taktischen Zeichen, wie es aussieht. Und dann geht's los. Woraus besteht die? Und das ist einfach als Aufzählung gemacht. Das Buch ist in Englisch, gibt es auch, glaube ich, nicht in Deutsch, ist auch völlig sinnlos, weil es ist fast nur eine Aufzählung. Also auch wenn man kein Englisch spricht, kann man schon lesen, was das ist. Ne? Zum Beispiel Special Platoon steht hier ein Captain, Technical Sergeant, ein Staff Sergeant, zwei Sergeants, fünf Technicals, Technical Sergeants und so weiter und so fort. Das ist ja alles offen. Ne? Vehicles. 1K, 5 Passenger Medium, das ist der Kombi vom Kommandeur, der Zivilkombi praktisch. Ne? 15 Trucks, 1 Vierteltonnen, also Jeeps. Ne? 5 Trucks, 3 Vierteltonnen, Command, also sind die Command Cars, die von Dodge. Ein Truck, 3 Vierteltonnen, Weapons Carrier, 2 Trucks, 1,5 Tonnen, also GMC Trucks und so weiter. Und dann geht das so runter. Ne? Ein Armored Car, Utility M20. Steht dann immer in Klammern hinter, ne? Hinzugefügt 13. Januar 45. Ne? Da kam dann die M20 dazu. Und so geht das ganze Buch dann weiter. Ne? Equipment, kam ein Tarnnetz, 3 Granatwerfer, 4 Raketen, Tragetaschen für die Bazooka, 2 M43 Schutzbrillen und so weiter. Für jede Einheit. Fernmelder, Sanitäter, Mörser, Transport, alles. Ne? Infanterie, Geschütz habe ich jetzt hier. Ja. Und dann kann man durchlesen, genau exakt, was eine Einheit haben sollte. Entweder sie hatten mehr, sie hatten weniger. Mal gucken. Auch sehr schön ist der Anhang. Hier, da steht dann zum Beispiel drin, das Fahrzeug. Zum Beispiel hier. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal hier, den wir noch hier irgendwo, einen Jeep. Den Jeep. Ne? Jeep, 1/4 Tonner. Da steht genau drin, was der an Ausrüstung hatte. Ne? Ein Dekontaminationssatz. 2 Staubmasken. Ein Entfroster. Ein Wassereimer aus Canvas. Ein Ersatzkanister. Ein Tube Flexible Nuzzle, das sind hier die Einfüllstutzen, die so beweglich sind. Ein Tarnnetz, ein Abschleppseil, eine Schaufel und eine Axt. Das sind die, die unten unterm Einstieg festgemacht waren. Und so geht das für jedes Fahrzeug. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Jeep hat oder so, oder wie hier, was haben wir denn hier alles, ne? 3/4 Tonner, wir haben hier den Dodge, wir haben den großen Dodge, wir haben den Abschlepper, wir haben den M5 Highspeed Tractor, wir haben die verschiedenen Halbkettenfahrzeuge, alle Anhänger haben wir. Wir haben die Waffen, da steht dann halt drin, was für Zubehör zu einer Waffe gehörte. Und individuelle Equipment, also die Ausrüstung des Einzelschützen. Zum Beispiel hier ein Schütze mit der M1 Rifle, also mit dem Garand. Ne? Und steht hier halt, er hat eine Gasmaske, er hat den Cartridge Belt M1923 dismounted. Er hat einen Haversack M28. Er hat einen Pack Carrier M28. Er hat einen Canteen Cover, Canteen,
Canvas Muzzle Cover für fürs Gewehr und ein Bayonett M1. Ja, das gehörte alle das war das für den Gewehrschützen. Ja, und es gibt für alle Versionen, ne? Offizier bewaffnet mit einer Pistole, Offizier bewaffnet mit einem Karabin, ein Gewehrschütze, ein Mannschaftssoldat bewaffnet mit einer Maschinenpistole und so weiter. Also das ist wirklich für Modellbauer und Sammler super, aber gerade für Reenactoren. Ne? Wenn es also eine Gruppe gibt, die jetzt sagt, wir möchten jetzt eine US-Infanteriedruckgruppe darstellen, die können hier ganz genau sehen, woraus bestand eine Infanteriegruppe, mit welchen Waffen und welche Dienstgrade waren in der Infanteriegruppe vertreten und wie waren die ausgerüstet. Also wie viel General Purpose Bags, also die Ammunition Bags und so weiter. Alles hier drin, toll. Ne? Es gibt es noch, habe ich gesehen. Kostet jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich glaube 30, ich glaube 29,95 oder so habe ich gesehen. Also wer sich interessiert, gerade Reenactoren, US-Reenactoren, die sollten sich das Ding mal zu Gemüte ziehen, weil da hat man echt Informationen drin. Ja, das war's schon. Ich wünsche einen schönen Tag. Jo. Ende. Tschüss.